Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch heute mal wieder ein Brot backen. Und zwar nicht irgendein Brot, sondern ein Fitness-Vollkornbrot. Super saftig und saulecker, laut Rezeptwelt. Das Rezept wurde eingestellt von der Nadine. Und das hört sich richtig gut an. Das hat mega gute Bewertungen. Und wartet, ich muss mal hier gucken. Ich bin ein bisschen neugierig. Wir haben ja im Moment eine Sackgasse in der Straße. Und die Leute, die wissen alle nicht, wo Parkverbot ist. Das ist sehr interessant. So, jedenfalls, ich habe mir das rausgesucht. Ich fand das mega spannend. Und habe gedacht, komm, das machen wir mal. Weil ich habe euch ja erzählt, dass ich ja ein bisschen unter Diabetes leide. Und da sind also Vollkornprodukte für mich sozusagen jetzt das A und O. Die kann ich besonders gut ab. Und halt weniger Weizenmehl soll ich jetzt zu mir nehmen. Also Vollkornprodukte sind ganz hoch hier im Kurs. Ich habe mir schon einiges gerichtet. Laut dem Rezept hier von Nadine müssen die Dinkelkörner, die Roggenkörner und die Weizenkörner, die müssen im Thermomix zerkleinert werden, dass wir natürlich das Mehl mahlen. Das ist immer eine Minute auf Stufe 10 und dann wird das Ganze umgefüllt. Das habe ich jetzt schon gemacht, weil das wäre ja ein bisschen langweilig für euch geworden. Wir starten also gleich mit dem nächsten Schritt und zwar, damit dieses Brot also wirklich so richtig super saftig wird, benutzen wir Mohrrüben. Ihr seht, ich habe die schon gesäubert und in Stücke geschnitten. Die geben wir jetzt in den Thermomix und die werden jetzt erstmal zerkleinert und zwar 4 Sekunden auf Stufe 5. Und ich mag das ja sehr, wenn es saftig ist. Oh, guck mal. Also wenn er das nicht gut gemacht hat, dann weiß ich es auch nicht. Die werden jetzt nicht umgefüllt. Da habe ich mich erst gewundert. Habe gedacht, ist das wirklich so richtig? Aber ich mache es jetzt wirklich exakt so, wie es hier steht. Jetzt kommen hinzu Buttermilch und Hefe. Und zwar sind es 500 Buttermilch. Und ich lasse hier einen ganz, ganz kleinen Rest drin. Weil ich nachher noch mit Buttermilch das Brot bestreichen möchte. Und ich sage euch, ihr könnt jetzt natürlich die Buttermilch auch austauschen mit Milch oder mit Ayran oder ihr könnt auch Wasser nehmen. Aber Buttermilch und Ayran mag ich immer am allerliebsten. Das gibt der ganzen Sache so richtig was. So, und jetzt brauchen wir einen ganzen Hefewürfel, den wir dazu geben. Und das muss auch sein. Bitte spart da jetzt nicht dran, weil ihr könnt nur mit weniger Hefe arbeiten, wenn ihr denn den Teig wirklich einen Tag ruhen lasst. Das Brot, es wird ja aus Vollkorn gemacht und das ist schwer. Und wir müssen ja auch schon da ein bisschen Luftigkeit reinbekommen. Deswegen einen ganzen Hefewürfel. So, das wird jetzt erstmal 3 Minuten. 37 Grad. Mal hier. 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 angewärmt. Achso, die nimmt sogar Stufe 2. Gut, bei Stufe 2. Ich glaube, das ist egal. Dass wir jetzt die Hefe aktivieren, ne? Dass sie gleich richtig Power hat und loslegen kann. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben es jetzt also erwärmt. Ja, der Mixtopf ist schön warm. Und ich kann hier noch mal ein bisschen die Mohrrübe runterschieben. Da war ja ein bisschen was hoch. an die Mixtopfwand geschleudert. Aha, das war ja ein super Versprecher. Wunderbar. Ich würde sagen, es läuft wieder mit uns. Und jetzt kommen die restlichen Zutaten rein. Und zwar aus dem Schritt 1 die verschiedenen Mehlsorten, die wir eine Minute auf Stufe 10 zermahlen haben. Das ist also ein Dinkel, ein Roggen und ein Weizenmehl. Die exakten Zutaten, die findet ihr dann mit den Fotos auf meinem Blog. Dann benötigen wir 2 Teelöffel waren das, ne? Oder waren es Esslöffel? Ich gucke nach. 2 Esslöffel. Balsalmessig. Brauchen wir die Säure. Das wird richtig toll. Dann brauchen wir 2 gestrichene Teelöffel Salz, damit wir natürlich auch ein bisschen Geschmack hier in die Kiste kriegen. Und wir brauchen Körner. Und da habe ich nämlich schon im Vorfeld gefuttert. Einmal Sonnenblumenkörner. Und laut diesem Rezept, und das ist meine einzige Abwandlung, die ich hier gemacht habe, geschrotete Leinsamen. Für alle, die Leinsamen nicht kennen, das sind hier diese ganz kleinen. Ich nehme ganz normale Leinsamen, weil ich da keinen Bock hatte, noch lange herumzusuchen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Die kommen jetzt hier mit hinein.
Und jetzt wird nur noch verknetet. Das Ganze knete ich 5 Minuten. Auf der Teigknetstufe. Ich habe jetzt mit dem Thermomix-Spatel nicht nachgeholfen. Es stand im Rezept, man sollte nachhelfen. Brauchte ich überhaupt nicht. Der hat super alles gefasst und das ist natürlich, der Pott ist mega schwer. Mega schwer. In der Zeit jetzt, wo mein Teig ja vermengt wurde, habe ich meine Kastenform genommen, habe die eingefettet, einen Hauch von Rapsöl und habe die ausgestreut mit Haferflocken und das finde ich ein absolutes Highlight, mit Roggenmalzflocken. Hier, hat mir mein Peter empfohlen. Das ist von www.teeträume.de. Ihr müsst mal gucken, die haben auch mega tolles Mehl. Also ich bin von dieser Mehlqualität von www.teeträume.de mega begeistert. Und dieses diese Roggenmalzflocken, die sind schön knusprig. Und dieser Malzgeschmack, da stehe ich richtig drauf. Also das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also wie gesagt, ausgefettet mit den Flöckchen, habe ich das jetzt ausgestreut. Und jetzt kommt dieser Monster-Teig, der auch klebrig ist, also man sieht es. Den gebe ich jetzt hier, den streiche ich jetzt hier in mein Zauberkästchen. So sieht es jetzt erstmal aus. Ich habe jetzt hier meine Winkelpalette und damit streiche ich den nochmal richtig schön rein. Drücke den auch nochmal schön ein bisschen platt und ich gebe ein bisschen, damit das einfach besser, ich sage jetzt mal, rüber geht, meine Winkelpalette, noch ein bisschen Buttermilch rauf. Und jetzt wird das hier einmal schön glatt gestrichen. Und für alle die, die neu zugeschaltet haben und mich noch nicht kennen, diese Stoneware, mit der ich arbeite, ist von The Pampered Chef. Ich bin dort Direktorin seit 2 Jahren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, kann ich dieses Rezept auch ohne Pampered Chef machen? Ja, das könnt ihr. Schmeckt es dann genauso gut? Nein. Das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil, also, ich muss es anders sagen. Die Stoneware hat einfach einen tollen Effekt. Das ist dieser Steinofen-Effekt. Und das macht ein Brot schon leckerer. Ja, aber um jetzt dieses Rezept auszutesten, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jeder soll machen, was er möchte. Wer bei mir einen Zauberkasten kaufen will, geht gerne in meinen Online-Shop. Der ist jetzt in der Infobox. Den findet ihr überall in meiner Gruppe, in meiner Homepage. Da freue ich mich drüber und ihr werdet begeistert sein. Für alle, die sagen, ich habe eine Kastenkuchenform und die ist ja auch super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr gerne auch benutzen. Ich gehe da jetzt nochmal so drauf ein, weil mir letztens einer so drunter geschrieben hat, ja, muss ja hier alles verkauft werden. Klar, ich lebe davon. Ja, aber ich verkaufe ein mega Produkt, kann ich euch sagen. Mega. Ich bin so begeistert und ich war damals sehr kritisch. Ich habe mir 2 Jahre Zeit gelassen, bis ich da angefangen habe. So, ich habe jetzt so circa ein bis zwei Esslöffel Buttermilch hier oben nochmal raufgegeben. Ja, das war es, die Buttermilch. Und jetzt werden nochmal Haferflocken aufgestreut. Ich habe jetzt hier die Kernigen genommen, weil das so schön große sind. Und ich werde jetzt auch nochmal von den Roggenmalzflocken auch noch ein paar raufstreuen. Wie gesagt, wer Interesse hat, schreibt mich gerne an. Ich kann euch auch gerne noch mal erklären, warum wir das jetzt in der Kastenkuchenform machen für alle Pampered Chef-Nutzer, die eine Lilly haben, warum ihr bitte nicht mit Deckel backt. Dieses Brot, das ist wirklich mega saftig durch die Karotte, ja. Und das muss richtig abdampfen können. Und aus diesem Grund habe ich den Zaubermeister gewählt. Außerdem muss ich auch sagen, mag ich diese eckige Form sehr, sehr gerne bei Vollkornbroten. Aber das ist wie alles im Leben eine Geschmackssache. So, ich finde, es sieht schon richtig super aus. Schaut mal hier. Und jetzt gucken wir aufs Rezept. Wir geben jetzt nämlich den Zauberkasten bei 220 Grad zunächst für 30 Minuten in den Backofen. Dann wird die Temperatur auf 180 Grad zurückgestellt für weitere 30 Minuten. Jo.
Hier steht auch, jeder Ofen ist anders, variiert die Backdauer, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Dann nochmal mit dem Stäbchen eine Garprobe machen, ist auch perfekt. Ja. Also wir schauen, ich gebe es jetzt in den Ofen, 220 Grad, die ersten 30 Minuten, bis gleich. Ja, es ist soweit. Ey, Wahnsinn, kann ich nur mal schon vorab sagen. Es steht im Rezept drin, ne? Ich lese euch das mal vor. Also Garprobe habe ich gemacht mit dem Stäbchen. Nach dem Backen das Brot aus dem Ofen holen und 5 Minuten noch in der Form lassen. Danach soll es sich lösen. Dann kann man vollständig auskühlen lassen. Jetzt ist es ja so, zeige ich euch erstmal das Bombenresultat. Und das sieht richtig... Ich mache das nur mal so. Es sieht richtig, richtig gut aus. Und es duftet herrlich. Und was ich ganz toll finde, ich hoffe, ihr seht das. Seht ihr, hier ist ja so die aufgebrochene Stelle. Wie schön die kleinen Karottenstückchen da rausgucken. Ah, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt lasse ich das ein, zwei Minütchen stehen. Hol mir nochmal meine Winkelpalette. Hier ist sie. Und zwar, ich will nur mal gucken, von den Seiten ein wenig lösen, ob ich das überhaupt muss, weil der Zauberkasten, der ist ja konisch aufgebaut. Und dann hängt das da manchmal und dann löse ich das so ein bisschen an, damit ich das auch gleich gut rausbekomme. Ich habe das jetzt gelöst, denke ich. Also ich bin einmal ringsrum. Entweder nehmt ihr dazu einen Heber oder eine Winkelpalette. Oder ein scharfes Messer. Stoneware macht das ja sowieso nichts. Jetzt drehen wir mal um. Lieber QVC. Es ist nichts hängen geblieben. Das sieht von unten gigantisch aus. Wow. Oh, wow, kann ich nur sagen. Toll. Von unten schön mit den Körnerchen, oben. Das muss jetzt richtig schön auskühlen. Ich werde sowieso nicht schaffen, das abkühlen zu lassen, bis es ganz kalt ist. Aber ich werde jetzt erstmal ein Foto machen. Und dann werde ich das mit euch anschneiden. Und dann wollen wir mal gucken, wie gut das schmeckt. Bis gleich. Ich sage es euch, wie es ist. Ich kann nicht mehr warten. Das ist schon abgekühlt ein bisschen, aber noch nicht genug. Aber ich muss es jetzt gemeinsam mit euch anschneiden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das Brot ist echt gigantisch und es ist ein schweres Brot, weil wie gesagt, es ist wirklich alles Vollkorn. Und jetzt mal hier den Knus. Hört mal. Oh. Ich schneide mal gleich ein paar Scheiben mehr runter. Wow. Also ganz ehrlich, da kann ich euch jetzt schon sagen, das schmeckt gigantisch. Erstmal, dass ihr seht, wie es innen aussieht. Lichtverhältnisse sind gerade ein bisschen schlecht heute. Es riecht wunderbar und es riecht auch nicht nach Hefe. Man merkt, dass wenn man hier raufgreift, dass es richtig saftig ist. Und jetzt testen wir das nochmal. Ja, da kommt mein Sohn gerade, bringt Müll raus. Genau. Pass auf, die ist da vorne links schon ein eingerissen, die Tüte. So, ich mache mir jetzt mal ein bisschen Butterchen hier rauf. Einmal ein bisschen Butterchen. Erstmal ohne Salz. Also. Da müssen auch wirklich 2 volle Teelöffel Salz rein, damit es nach was schmeckt. Ich denke sogar, man hätte sogar noch einen dritten reinmachen können. Lecker.
Und die Roggenmalz, wie hießen die Flocken? Auch sehr gut. Also ich finde es geil. Ich habe ein Fotostudio jetzt schon aufgebaut. Ich mache jetzt erstmal Fotos. Das Rezept findet ihr selbstverständlich auf meinem Blog. Falls ihr Interesse an der Stoneware habt, schreibt mich an. Geht in meinen Online-Shop. Falls ihr noch Fragen zum Rezept habt, schreibt mich an. Nachricht und einfach abschicken. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ich freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen zum nächsten Video. Bis dann, euer Thermosternchen.